Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Hier geschah es, an den Hängen des Schicksalsberges, dass der dunkle Herrscher Sauron von einem Bündnis aus Elben und Menschen besiegt wurde. Hier geschah es auch, dass die Waldläufer Gondors 2500 Jahre Wache standen. Wache gegen ein namenloses Übel, das sie bereits vergessen hatten. Und als die Stärke Gondors verblasste, erwachte die Macht Saurons in der Dunkelheit. Er ist nach Mordor zurückgekehrt. Schatten und Flammen halten das schwarze Tor umschlungen. Und kein Sterblicher kann sich ihnen widersetzen. Iorath! Das war ein perfekter Schlag, um ein Huhn zu töten. Ich will dir nur nicht wehtun. Du musst dich schon mehr anstrengen. Dir, Hael, der mächtige Hühnerschreck. Komm schon. Komm schon. Zeig mir, was du drauf hast. Huh? Du musst schon härter zuschlagen, um deinen Vater zu bezwingen. Hart genug? Pariere, mein Sohn. Vergiss nicht zu blocken. Vielleicht solltest du nicht vergessen zu schlagen. Bleib wachsam, dir Hey. Dein Feind ist nicht immer, was er zu sein scheint. Ruhig, Blutsohn. Noch bist du kein Soldat. Ich schlitz dich auf! Das sind wilder als alle, die wir jemals sahen. Das sind keine Orks, das sind Uruks. Sie sind gefährlicher und es sind zu viele. Geh zu deiner Mutter. Geh zu deiner Mutter und beschütze sie. Ich bin direkt hinter dir. Geh.
Der Tod hat dich verstoßen. Ja, das ist ein guter Zeitpunkt, mich hier vorzustellen. Ich bin der Fangamer. Das ist Mittelerde. Mordors Schatten, der erste Teil, den wir hier machen werden. Alles Liebe zum Hochzeitstag. Talion, die sind wunderschön. Wo hast du die her? Ich hab da noch ein paar Freunde in Gondor. Hast du meinen Vater gesprochen? Das habe ich. Und es hat sich nichts geändert. Er ist nach wie vor stur. Lass uns dennoch fortgehen. Dir, Hael, wird das nicht gefallen. Es muss ein besseres Leben geben als dieses. Jetzt nicht. Aber bald. Ich habe es so satt, mich hier zu verstecken, Talion. Wenn wir uns nicht verstecken, sind wir beide tot. Komm mit. Wir hätten gehen sollen, als wir die Gelegenheit hatten. Bleib hier. Ich bahne uns einen Weg. Sie sind in der Überzahl. Schleichen ist meine einzige Hoffnung. Wir sollten die Krieger zum Wassers gehen. Er stinkt es aber hin. Ja, toter Tag. Köstlich. Hier wird nicht gefaulenzt. So eine geile Schleichpassage. Oh. Fail. Zurück zu mir, Elbenherr.
Was ist das für ein Ort? Sieh dich ruhig um. Glaubst du mir jetzt, Waldläufer? Was ist mit mir geschehen? Der Tod hat dich verstoßen. Hilflos treibst du zwischen dem Licht und der Dunkelheit. Ein Fluch verbindet uns im Innern der Männer und aus. Falls du die Wahrheit sagst, wie können wir diesen Fluch brechen? Wir finden den, der uns verflucht hat. Die schwarze Hand Saurons. Tötete einen Adligen, Ioret. Sein Leben gehört jetzt Gondor. Vater, wenn du meinen Geliebten auslieferst, werde ich aussagen, Askon in Notwehr getötet zu haben. Dann werden wir beide unser Leben für Gondor opfern. Ja, ich wollte das jetzt auch ein bisschen wirken lassen auf euch. Und auf mich. Ich hast übersehen, hä? Den Fehler kann ich beheben. Okay. Gleich ein spielerisches Tutorial. Was weißt du über die schwarze Hand Saurons? Er ist ein Dämon. Aus dem Nichts geschaffen. Ich hatte einen Sklaven. Er schwört, er hat ihn bekämpft. Hab ihn verkauft. Für ein Fass voll Grog. An Gimub, den Sklaventreiber.
Okay. Hier ist der Sklavenhändler. Das ist der erste. Macht Rang 4. Na gut, spielerisches Tutorial auch nicht schlecht. Dann soll das unser Ziel sein. Wenn man einem Ork trauen kann. Es geht nicht um seine Worte. Seine Gedanken sind es, die nicht lügen. So, goldene Hauptaufträge ist die Haupthandlung, rote Machtkämpfe. Weiße sind Nebenmissionen und Sammlerstücke, ne? Super. Zwei Hauptaufträge, das ist Leinwand. Wollen wir Eintrag sehen. Bla 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 bla. Das. Das kann man sich alles durchlesen. Waffen- und Runenverbesserung. Das ist geil. Das werden wir sicher brauchen. Ah, das kann man sich aussuchen. Ja, Leute, das ist natürlich auch ein bisschen... Ein Quest natürlich, wo man auch ab und zu hier nachschauen muss, nachschauen kann. Verbesserungen. Sind jetzt dabei noch keine vorhanden. Na gut, ich würde sagen, wir gehen hier weiter. Ah, so ist das. Oha. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Ich wollte jetzt eigentlich eher die Karte hier. Ja, das ist unsere Karte, das sind unsere Ziele. Das könnte ein Auftrag sein. Da ist ein Schmiedeturm. Ja, irgendwo muss man ja anfangen. Deswegen fangen wir gleich mal mit einem Nebenquest an. Die Welt hat sich verändert. Nichts ergibt mehr Sinn. Es hat sich nichts geändert. So wird es ewig bleiben. Zukunft und Vergangenheit sind durch Dunkelheit verbunden. Ich verstehe nicht, wieso ich hier bin. Und ich erinnere mich nicht. Lass uns den Sklaventreiber suchen. Vielleicht hat er Antworten.
Er will den Sklaventreiber finden. Na gut, wisst ihr was? Machen wir den Sklaventreiber zuerst. Das suchen wir uns dann die anderen Sachen zusammen. Machen wir mal das Hauptquest. Denkt nur an all diesen Abschaum jenseits der Tore. Sie und hier glauben, sie hat nichts zu vernichten wir gleich einmal ein paar. Alle auf einmal! So, mit diesen kleinen Kämpfchen. Oh, da sind noch mehr wo. Der Hauptmann sagte, wir sollen Sklaven herbeischaffen und mit dem Graben beginnen. Da unten sind noch welche. Die holen wir uns jetzt. Oh, da haben wir anlocken. Holt euch diesen Sklaven! Niederschlag. Oh, geil. Wir bilden den Kopf auf einen Pfahl. Oh. Ich dachte, wir hätten den letzten Tag Abschaum aus Udun vertrieben. Oh, das sind viele. Ich dachte nicht, dass das so viele sind. Nicht mehr stehlen, was? Ja. Großer Fail hier gleich am Ende der ersten Folge. Kann man nichts machen. Ich habe das unterschätzt.
Oha. Ja, kann man nichts machen. Kann man echt nichts machen. Diese Türme aus Silber. Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflexionen des Lichts der beiden Bäume und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. So, Fähigkeit nochmal hier freigeschalten. Hinrichtung. Mach mal doch. So, aber diese Folge werden wir jetzt hier beenden. Wir werden jetzt noch ins Hier und Jetzt runter fallen. So, ich bin der Fangamer. Das ist hier Mordas Schatten. Ich muss immer kurz überlegen, weil es gibt da schon einen zweiten Teil. Mordas Schatten, ja. Das war's mit der ersten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr werdet bei der zweiten zuschalten. Ich bin der Fangamer. Das bin ich. Na. So. Das bin ich. Macht's gut. Bis dann und ciao.